Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Clash of Clans. Ja, es war heute alles gut. Ich bin ganz normal aufgestanden, dachte mir so, Sonntag, morgen keine Schule, weil dann noch Ferien sind, richtig geil. Ja, dann gehe ich morgens wie immer erstmal WhatsApp abchecken, weil mir irgendwelche loligen Kinder um 3 Uhr morgens schreiben, um zu gucken, was sie geschrieben haben. Und danach gehe ich auf Clash of Clans, um die Minen und Sammler zu lernen, weil die über die Nacht ja richtig voll geworden sind. Und dann bin ich, weil wir CW hatten, auf den CW-Button gegangen. Wir haben den übrigens verloren, wie immer, das ist kein Wunder mehr. Aber dann habe ich das gesehen, bei den Feinden. Hier, der erste wurde angegriffen mit 0 Stern. Macht ja nichts, bis ich das hier gesehen habe. 0%. Gucken wir uns mal die Wiederholung an. Weißt du, da sieht man Level 5 Truppen. Was versucht er mit diesen Level 5 Truppen? Ich weiß es nicht. Guckt es euch an. Müll. Nichts, der lockt nur die Clan-Truppen raus. Da habe ich mir auch nur so gedacht. Dann war ich so richtig im Rage-Modus. Und dann habe ich gedacht, es könnte gar nicht mehr schlimmer werden, bis ich das hier gesehen habe. Der gleiche hat den zweiten angegriffen. Und was ist? So eine Kacke. Er setzt da wieder einen Barbaren hin. Setzt da einen Barbaren hin. Da noch ein. Und das war's schon. Guckt es euch an. Guckt euch den an. Guckt euch den an. Guckt euch diese an. Das ist doch... Nein. Nein. Das ist einfach nur so ein Hipster Minecraft YOLO Swag Kind. Mehr kann man dazu wirklich nicht sagen. Ja. Und damit euch das im Clan nicht passiert, werde ich euch heute 5 Tipps geben, wie ihr einen CW gewinnen könnt. Und der erste Tipp wäre, bevor ihr den CW startet, alle Inaktiven kicken. Das heißt, die nicht spenden, die gerade keine Liga haben, die sind wahrscheinlich inaktiv. Und ihr merkt es auch daran, dass sie nie was in den Clan-Chat schreiben. Und zwar, das muss man machen vor dem CW, weil, guckt es euch an, Karte ansehen. Wir haben hier, Krieg ist zu Ende. Galatasaray 52, 49 Angriffe von 90. Der gegnerische Clan hat 68 Angriffe gemeistert, also viel mehr. Ja, das ist das Problem. Und dann haben die auch, die waren auch sehr viel erfolgreicher als wir in den Angriffen. Wir haben mit 49 Angriffen nur 42 Sterne rausgeholt, wegen diesen Hipster Minecraft YOLO Swag Kind. Naja, nicht nur deswegen, aber ich habe wie immer meine 4 Sterne gemacht, also, ja, like a boss. Das ist der erste Tipp. Und der zweite Tipp wäre, dass man sich, bevor man angreift, wirklich, dazu hat man ja den Vorbereitungstag, sich seinen Gegner anschaut. Man guckt sich an, also wie man hier gewachsen sein könnte. Hier zum Beispiel, hätte ich keine Ahnung, wie man den angreifen soll. Meine Truppen sind auch nicht hoch genug für den, deswegen lasse ich ihn. Und dann guckt man immer weiter, bis man einen gefunden hat. Und man macht sich dann auch so die Truppen, man macht nicht irgendwelche Truppen. Und dann denkt man sich nachher, oh scheiße, ich kann so gar nicht angreifen. Ja, das darf man auch nicht machen. Ja, und der dritte Tipp für einen gelungenen Clan-Krieg ist es, wenn man die Clan-Burgen füllt. Das ist ganz wichtig, dass man die von einem Clan-Krieg füllt. Das muss man einfach machen, weil man dann, also weil der Gegner dann eine geringere Chance hat zu gewinnen. Am besten wäre es, wenn man in die Clan-Burg Hexen oder Drachen reinpackt. Genau, Hexen oder Drachen. Gut. Und der vierte Tipp wäre, wenn ihr wirklich nicht Bescheid wisst, wen ihr angreifen sollt, dann fragt eure Clan-Member. Ich meine, wozu ist der Clan-Chat da? Links. Links ist der Clan-Chat. Links. Ja, dann fragt einfach nach, wenn ihr es nicht wissen, also wenn ihr es nicht wissen tut, gut Deutsch, wenn ihr es wirklich nicht wisst, dann fragt einfach. Die können euch dann sicherlich empfehlen, wenn ihr angreifen könnt. Denn es wird sicherlich welche geben, die mehr Erfahrung in diesem Spiel haben und die euch dann Tipps geben. Und was wirklich der wichtigste Tipp ist, wenn man angreift, denkt dran, liebe Kinder. Ich sag jetzt Kinder, weil es beinahe alle vergessen. Lockt die Clanburg raus, lockt die Clanburg raus, bitte. Bitte lockt die Clanburg raus. Das regt mich jedes Mal auf, wenn ich das sehe, wenn jemand angreift und nicht die Clanburg rauslockt. Denke ich mir auch nur immer so. Oh, bitte nicht, ey. Das ist... Oh, nein. Nein, nein, nein!
Das ist immer so eine Scheiße, wenn sowas passiert, ganz ehrlich. Ich komme damit auch nicht klar. Ich reg mich jedes Mal auf, wenn jemand sowas macht. Das ist einfach nur so. Weißt du, was auch noch ein wichtiger Tipp ist, das sind jetzt schon 6 Tipps. Wenn ihr zum Beispiel Town Hall 8 seid, also Rathaus Level 8, dann greift kein Level, also Rathaus Level 10er an. Bitte, greift ihn einfach nicht an. Es hat sowieso keinen Sinn, ihr werdet es nicht schaffen. Es sei denn, es ist eine What the fuck Base. Sonst hat man eigentlich gar keine Chance gegen so einen Gegner. Es sei denn, ihr wollt es mal probieren, auf die 50% zu gehen, aber das kann man nur machen, wenn man wirklich sicherlich am Gewinn ist. Dann kann man das vielleicht machen, aber vorher nicht, denn dann kann man schön den Loot-Bonus da rausholen. Ich habe jetzt wieder investiert. Einmal Go Wipe und Go YY in diesem Clankrieg. Und habe nur 800 dunkles Elixier bekommen. Damit habe ich die Kosten niemals reingeholt. Im ersten Angriff 3 Golems, im zweiten Angriff 2 Golems, macht 5 Golems. Und das wäre dann auch schon 2250 dunkles. Schon 1400 dunkles Miese gemacht. Das ist nicht gerade gut. Das ist verdammt schlecht. Und am Elixier, da will ich erst gar nicht reden bei den Packers. Und die ganzen Zaubersprüche, da habe ich das nie im Leben reingeholt. Ups, ich wollte die Klamauk nicht verstellen. Ja gut, man kann nichts mehr machen, ne? Jetzt habe ich 216.000 erhalten. Das ist nicht gerade viel. Ja, ich hoffe, ich konnte euch heute, die wirklich nicht so viel Ahnung haben, wie zum Beispiel den Hipster Minecraft YOLO Swag Kindern, dass die jetzt einfach, naja, eigentlich war das nur der Hipster Minecraft YOLO Swag Kind, das war ja, das sind nur diese Kinder, die wirklich nichts anderes zu tun haben, außer Clans zu trollen, in denen die so einen Scheiß machen. Die sollen sich einfach verkriechen, in den Erdboden versinken und weiß ich nicht wohin. Einfach nicht machen. Dann sucht euch einfach keinen Clan, lasst die Clanburg da einfach stehen, baut die erst gar nicht auf, hat keinen Sinn, wenn ihr sowas macht. Ja gut. Aber ich reg mich hier immer noch auf, wenn ich das hier sehe. Dieser Kjell? Nein, gucken wir uns das nochmal an. Gucken wir uns an. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ich reg mich jedes Mal darüber auf, wenn ich sowas sehe. Heute ist die Folge ein bisschen so im Rage-Modus, aber weil mich solche Leute einfach aufregen. Das ist wie zum Beispiel auf meinem Kanal. Ich bringe nicht nur Clash of Clans raus, was die meisten wahrscheinlich nicht verstehen. Ich würde auch gerne, ich bin wirklich dabei, den Channel-Namen zu ändern. Ich bin wirklich dabei, den zu ändern. Weil Clash of Gaming ja sehr stark zu Clash of Clans neigt, aber es heißt ja Clash of Gaming. Das beinhaltet mehrere Spiele und nicht nur Clash of Clans. Ja. Und deswegen braucht ihr euch nicht beschweren, wenn ich einmal Mario Kart rausbringe oder Super Mario 3D World. Ich meine, ich mache es zum Spaß. Es ist. Danke, dass ihr mich abonniert habt, aber bitte. Dann, guck mal, wenn ihr nicht zufrieden seid mit diesen Videos, die anderen Videos, die ich mache, dann guckt sie euch einfach nicht an. So ist es. Also. Ja, hier, das sind meine Worte. Ich brauche Verstärkung, kriegst Bogenschützen von mir. Clash of Clans wird hier immer kommen. Wird, glaube ich, auch die meisten Videos, die hier rausgekommen sind, ist Clash of Clans und wird auch hier weiterhin Clash of Clans bleiben. Aber ich will auch manchmal was anderes rausbringen, da das mir sonst langsam langweilig wird und ich auch die Lust an Videos drehen verliere. Ja, gut. Und falls ihr euch fragt, wieso ich hier 2 Mauern auf Level 9 habe, das hat einen einfachen Grund. Und zwar, ich hatte gestern Abend 8 Millionen Gold und alle meine Minen und Sammler waren voll. Nicht die Sammler, die Minen, die Sammler waren voll. Und ja, da habe ich mir gedacht, mache ich 2 Mauern, weil ich nichts anderes mit Elixier machen kann und ich hier nur einen Bauarbeiter frei hatte gestern Abend. Und den habe ich auch direkt gestartet für die Kanone Level 5. Ja, Level 5 natürlich. Mit Town Level 9. Auf Level 11 habe ich die Kanone gestartet. Und ich brauche noch einen Tag und 13 Stunden, bis ich den Packer auf 3 machen kann und das dauert noch ein bisschen. Ja. Ich würde sagen, das war's dann auch für die heutige Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao.